Kitesurfen ist wirklich abgehoben. Nichts für Leute, die wasserscheu sind oder schwache Nerven haben. Ich freute mich schon, Robin im Wasser landen zu sehen. Er hatte vorher erst einmal Kitesurfen probiert. Vicky würde staunen. Kitesurfen ist stark. Man wird vom Lenkdrachen auf einem Brett über das Wasser gezogen. Hohe Sprünge sind möglich. Man kann sogar fast fliegen. Um nicht zu frieren, braucht man einen speziellen Anzug. Und Mut war auch nicht schlecht. Zuerst wird der Drache, der Kite, aufgeblasen. Dann werden die Lenkleinen befestigt. An einem Gurt um den Bauch wird der Kite angehängt. Helm ist klar. Manchmal, besonders bei viel Wind, braucht man am Anfang Unterstützung. Die besten Sprünge können bis zu 10 Meter hoch und 40 Meter weit sein. Jetzt war ich schon auf Robin gespannt. Wahrscheinlich macht er Kitesurfen unter Wasser. Hier kam der Profi. Der Profi im Baden gehen. Das würde das Lachvideo bei PowerWiki werden. Auf einmal drehte Robin völlig durch.